Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sky Heaven hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben in der letzten Folge den Plan verfolgt, sozusagen eine zweite Landebahn zu haben, damit wir dann so ein bisschen mehr Durchfluss an Fliegern hier demnächst bekommen, dass hier noch ein bisschen mehr passiert und wir mehr Kraftstoff, Cargo und ähnliches in die Flugzeuge hineinbekommen. Momentan ist kein Landingpad frei. Ich habe aber, glaube ich, zumindest so einigermaßen hoffentlich verstanden, wie das mit dem Cargo hier funktioniert. Also es ist wohl so, dass wir nach Ablauf dieser Zeit, dass ich dann einmal 50 davon geliefert bekomme. Das ist ja erstmal nicht schlecht, das passt doch bei mir gerade rein. Wir haben noch 33 insgesamt, die wir noch in Flugzeuge verladen können und damit Geld verdienen dürfen. Das ist schon mal ganz cool. Hier ist ein Ausrufezeichen dran. Keine Ahnung. Das weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Werden wir aber sehen. So. Cargo Management. Ach, da unten kann man auch direkt draufklicken. Und hier sieht man dann noch nicht. Aber noch kein Daily Loan. Also können wir noch ein bisschen Kraftstoff erstmal einkaufen. 2000 Liter würde ich sagen. Denn ich werde nicht mehr allzu viele Cargo-Flieger bedient bekommen. Mit den noch zu verbleibenden bisschen Cargo, den ich hier habe. So. Oder ich müsste noch einen Vertrag abschließen. Das weiß ich nicht, ob das einfach geht. New Contract. 80 Cargo, 110 Cargo, 80 Cargo. Wie kann ich mir 10 Instant kaufen? Ah, das ist wahrscheinlich. Was ist denn? 10 kosten 140. Das ist natürlich sehr, sehr teuer, ne? Ich würde ja sagen, warte mal, das könnte mir vielleicht hier beim Fuel Storage auch dadurch Geld sparen. Nicht. Dass man hier auch so einen dauerhaften. This sign for such type of contract, you have to research it at first. Alles klar, okay, verstanden. So, dann würde ich sagen, dann nehmen wir mal ruhig 3000 Liter ab. Oder nee, wir nehmen mal 2000 Liter ab. Lassen uns die liefern. Und hier beim Cargo Management, da kann ich also nochmal sagen, wir nehmen noch einen 50er Vertrag an. Das ist ja. Man kann sogar sagen, wann die liefern sollen. Evening 18 o'clock. Das wäre ja quasi dann instant. Dann zeigen wir das doch erstmal noch. Dann kommen da nochmal 18 Uhr jetzt in 6 Stunden. Nee, in 24 Stunden. 24 Stunden 13, okay. Also morgen um 18 Uhr kommt nochmal dann 50 an. Und dann würde ich noch einen mit 50 vielleicht auf 12 Uhr setzen. Oder so. Geht nicht. Okay, geht nicht. Na gut, lassen wir es so. Und dann können wir ja jetzt hier nochmal ein paar Aufträge annehmen, die uns Geld und Cargo und ähnliches, also Benzin und Cargo abnehmen. Weil wenn ich denn ja jetzt eh heute Nacht ein bisschen was kriege, also 4 kann ich nochmal wegschicken, das ist kein Problem. Hier können wir nochmal 3 wegschicken, das ist auch gut. Und hier, achso, jetzt habe ich keine Landebahn mehr frei. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal 7 davon weg, von den 21. Gut. Also wir könnten out of cargo laufen. So, Workflow Points habe ich. Using Workflow Points 20. Die Cargo-Verträge kosten Workflow Points. Das ist besser. Okay, 3 Stunden davor. Ich hätte jetzt auch Nighttime machen können, aber ich glaube, wenn morgen früh um 6,80 Kilo an hier, das ist okay. Wird passen. Gut. Die Kosten und wo kriege ich dann die Workflow Points her? Aber das hat mir jetzt 600 gekostet. Das war schweineteuer, die Aufträge dazu. Okay. So, aber wo bekomme ich Workflow Points her?
Research, ja. Office Workers. Office Furniture. Rewards. Workflow Boost. Kann ich den Workflow Boost? Okay. Flight Scheduling. 15 Punkte. Das ist gar nicht mal so viel, ne? Airplane Service, was ich hier habe, auch 15 Punkte. Und das kostet auch ganz schön. Na gut, okay. Okay, dann müssen wir da erstmal noch reingehen, damit wir Workflow Points ein bisschen beschleunigen, weil da hätte ich ganz gerne mehr davon. So, jetzt können wir nochmal ein paar Verträge hier annehmen. Der sieht noch ganz gut aus. Der sieht auch noch ganz gut aus hier. Nur mal ein bisschen Kraftstoff verkaufen. Da haben wir ja jede Menge im Lager, damit wir noch ein bisschen an Geld kommen. Das war teuer. Okay, das war teuer. Das hätte ich mir vielleicht ein bisschen genauer angucken sollen. Wie das hier im Cargo Management läuft. Also da bekomme ich auf jeden Fall in 11 Stunden dann nochmal 80 geliefert. Okay, die kriege ich auch rein jetzt. Da habe ich ja jetzt genügend Cargo-Abfluss noch durch die Flieger, die hier sind. Okay, gut. Dann würde ich sagen, lassen wir mal die Zeit ein bisschen vorgehen, damit wir hier dann die nächsten Flieger auch auf den Flughafen holen können. Also die Rampen wieder frei werden und wir noch ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen Kraftstoff nachkaufen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Könnte aber passieren. So, Landing Fee, da kommt eben noch ein bisschen was rein. Hier haben wir nochmal 600 Liter, das ist ganz schön teuer. Aber gut, Moment, dann machen wir mal langsam. Also 600 Liter verkauft. Nochmal 600 Liter verkauft. Nehme ich nochmal Cargo mit, ich habe das noch 11. Ne, das lasse ich mal. Nicht, dass ich out of Cargo laufe, dann hole ich mir lieber jetzt nochmal schnell Instant. Mach das mal weg hier. 3000 Liter. So, die sollten dann ja dann reinpassen. Denn jetzt müsste ja ganz schön Kraftstoff ablaufen wieder. Und Geld kommt rein. Nighttime ist. Dann kann man ja, dann ist der Nachtflug ist ja nicht. Obwohl, abheben tun sie noch, ne? Von denen, die ich hier habe, abheben tun sie noch. Gut, okay. Dann hätten wir das auch geklärt. Gut, das war teuer. Die 600 Dollar hätte ich mir jetzt sparen können. Das war wirklich sehr, sehr teuer. Gut, jetzt sind keine Flugzeuge mehr am Flughafen, hoffentlich gleich. Kann man die Nacht überspringen irgendwie? Na, wir werden sehen. Gut. Ah ja. Da geht's los. Aber nachts wird auch wohl geforscht, das ist schon mal gut. Was ist jetzt los? Warum kann ich jetzt nicht weiter? Hallo? Mach mal Gas. Supersonic Speed, Hot K4. Ah ja. Daily Report. Okay, da haben wir den Tagesreport, was wir alles an Geld ausgegeben haben. Penalty 600. Das ist natürlich... Das ist nicht gut. Das hätten wir nicht machen müssen. New Contract, okay. Resource Supply minus 200. Ach, den Contract haben wir trotzdem noch gekriegt. Aber der ist doch gar nicht aktiv. Na gut, okay. Willst du machen, so ist es halt. Aber wenn du jetzt dann noch gleich 80 Tonnen kriegst, kann ich die ja gar nicht einlagern. Dann ist doch mein Lager viel zu voll. Krieg doch heute früh um 6 nochmal ein bisschen Cargo geliefert. Next Cargo Deliveries in 18 Stunden. Hä? Ach, diese 50 kriege ich immer, oder wie? Was ist das denn eigentlich? Warum kostet das 12.500? Ja. 320 Supply bezahlt. Dafür, dass sie mir bloß von den 80 gar nicht mal alles reinstecken konnten. Okay, also da müssen wir dann mal gucken. Das ist auch noch nicht ganz gut. Da müssen wir vielleicht nochmal noch ein Lager dazu kaufen. Oder kann ich hier das Storage erweitern irgendwie? Nee. Müsste ich noch ein weiteres Lager bauen. Na gut, das hätten wir dann vor der Lieferung machen können. Aber gut, dann gucken wir mal. Da haben wir den ersten Flieger und den zweiten Flieger und den dritten Flieger. Uiuiui, jetzt kommt's aber rein hier. Moment. Bisschen langsamer die Zeit vorlaufen lassen. Dann wollen wir noch mal ein bisschen auch Cargo wegfliegen. Und ein bisschen Benzin mit Cargo am besten. Aber nur Cargo geht natürlich auch. So. Alle vier Landebahnen sind occupied. So, 1116 Money haben wir und da würde ich sagen,
Dann machen wir doch hier so ein bisschen noch ein Cargo und einen Kraftstoff. Na, Kraftstoff haben wir jetzt 4000 auf Lager. Der Report. Ah, ich kann mir den immer noch mit angucken. Sehr gut, dann mal eine Statistik. Habe ich ja schon vermisst, eine Statistik über Ein- und Ausgaben. Einnahmen und Ausgaben. Und ja, ich muss Cargo runter. Nee, kann ich, brauche ich kein Cargo jetzt runterkriegen, ne? Nee, theoretisch nicht. Wenn ich jetzt nochmal einen baue. Wo ist denn hier so ein Cargo? Kostet mich nichts am Tag. Dann kann ich auch nochmal einen bauen. Und ich würde hier gerne noch zwei davon bauen. Lass mir die Straße länger machen. Naja, obwohl. Straßenbau müssten wir erstmal hier oben machen, ne? Dass wir hier den Runway dran kriegen. Taxiway. Aber Straße würde ich hier erstmal hochziehen. Das sind gerade rüber. Roads cannot. Das würde sogar gehen. Okay. Nicht erwartet, aber dann kann ich da mit dem LKW drauf fahren. Dann brauche ich das Ding hier unten noch. So, und dann brauchen wir natürlich den Taxiway hier lang. Gut, mehr geht jetzt erstmal nicht. Sollen wir wieder Geld verdienen? Gut, dann müssen wir die Zeit schneller vorspulen lassen, damit wir Geld verdienen können. Damit hier die Flieger kommen. Und ich glaube, das Geld, was ich jetzt verdiene, muss ich dann wirklich erstmal auch darin investieren, dass ich dann wieder Kraftstoff nachkaufen kann. Aber gut, das werden wir dann sehen. Momentan läuft es ja noch ganz friedlich. So, habe ich hier eigentlich ein. Ja, da habe ich schon ein zweites Fahrzeug drin, das ist gut. Das wollte ich auch so haben. Und jetzt haben wir hier weitere Flieger, die wir bedienen können. Ich würde sagen, dann nehmen wir den hier erstmal auf Rampe. So. Und haben wir noch so einen schönen. Hier haben wir einen mit 300 Liter und 4 Waren, der uns 500 Dollar bringt. Das ist auch. So, dann kriegen wir nämlich noch wieder ein paar Waren raus. Und dann kann das weitergehen hier. Den würde ich hier ganz gerne noch nehmen. Und noch ist er ja drin im Schedule. Oh, hier oben haben wir auch. Nochmal richtig gute. So, da oben haben wir jetzt was frei. 466, 3 Waren für das Geld. Nehmen wir auf jeden Fall. Und hier nochmal 400. Ja, das nehmen wir auch. So, und dann müssen wir aber eigentlich schon wieder Fuel nachkaufen. Würde ich sagen, dann kaufen wir mal nochmal wieder 2000 Fuel nach. 2000. Rein. So. Und dann haben wir die nächsten 4 Flieger, die nur Fuel brauchen, auch mit weg. Obwohl ich den hier als nächstes dann nehmen würde. Schön, da ist der nächste Cargo-Slot frei. So, dann sind wir schon bei 81 Cargo runter. Ich weiß nämlich nicht, ob ich in der Nacht immer 50 kriege. Die müssen wir dann erstmal runterarbeiten. Ja. Oh, Pause machen ganz kurz. Ja, nee, der ist hier lukrativer. Wir müssen natürlich immer gucken, dass wir genügend Material am Flughafen haben. So, der wird dann ausweismäßig genommen. Der hat eben ordentlich Cargo, wenn jetzt nichts Schöneres reinkommt. So, da ist die Rampe frei. Kann er abgehen. Das ist wieder noch eine Rampe frei, aber eigentlich auch nicht so richtig was Schönes, was man machen wollen würde. Naja, nehmen wir den hier. Damit wenigstens was passiert. Denn wenn eine Rampe frei ist und gar nichts drauf läuft, ist es ja auch nicht gut. So, jetzt haben wir gerade keine Flieger im Angebot. So, Kraftstoff müssen wir nachkaufen, würde ich sagen. Da müssen wir nochmal, da können wir jetzt aber gleich 3000 Liter nehmen. Können das sein? Und dann denke ich mal, können wir jetzt auch schon diese Start- und Landebahn zumindest hier oben mit verbinden. Ich weiß nicht, ob ich das weiter unten auch noch mit verbinden möchte. Grassy Roads. Taxiway. Kostet natürlich ordentlich, ne? Nur mal so. So, und dann können wir nämlich hoffentlich nochmal ein paar Rampen aufstellen. Oder beziehungsweise jetzt können wir dann hier erstmal ganz gut mit Fliegern, dass dann da auch hier hinten welche landen können und da hinkommen und da welche starten können. Oder weiß ich nicht, ob die sich denn hier
Ja, gut. Ja, nee, das müsste eigentlich, hätte ich jetzt hier noch. Müsste. Naja, gut, die Verbindung ist ja hier gegeben. Ich weiß nicht, ob die sich auf dieser Straße kreuzen dürfen. So. Aber es gibt keine neuen Flieger und wir haben ihre Landingpads. Das ist natürlich auch nicht gut. Das haben wir nicht gut eingeplant. Das kann man sonst nicht anders behaupten. Naja, müssen wir mal gucken. Da kommen die nächsten. Ja, gut. Dann nehmen wir doch den hier gleich drauf. Und den nehmen wir hier auch gleich drauf. Dann ist der nämlich auch erstmal schon bedient. Und dann sehen wir schon, die kommen jetzt durchaus auch schon hier runter und können dann da wegfliegen. So sollte das sein. Dass die quasi eine Startbahn, eine Landebahn haben. Und wir mehr Durchsatz an Fliegern hier erzeugen können. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Geld kriegen wir auch ganz gut rein. Und meine Forschung ist auch bald fertig. Das ist natürlich auch schön. Also der Bedarf an Fliegern scheint ja da zu sein. Muss man hier ehrlich sagen. Sieht fast danach aus, ne? Kann ich die Dinger eigentlich verschieben? Das wäre noch cool, wenn ich die Gebäude verschieben könnte. Weil dann würde ich die nämlich jetzt alle hier reinsetzen. Die ganzen Gebäude und dann hier das sozusagen auch so aufbauen, dass wir dann hier nochmal so 6 Rampen haben. Und dann dementsprechend die Gebäude. Sieht aber echt noch ganz gut aus. Also die Abarbeitung scheint schnell genug zu laufen. Geld kommt rein. So, von unseren 100 Cargo haben wir schon über 50 weg. Auch schon mal gut. Wie spät haben wir es denn? Ne, mit oh, hier da haben wir. Jetzt haben wir die. Jetzt ist der Research fertig. Okay. Der Research ist fertig. Das heißt, wir haben hier ein neues Gebäude. Und zwar haben wir jetzt hier den AC Tower. Einen Tower braucht man ja so an so einem Flughafen. Den würde ich hier noch bauen. Den würde ich auch öffnen. Mal gucken mal, was der so mir denn vielleicht für Optionen bringt bei den Fliegern. So, dann würde ich sagen, ach, das ist doch hier eigentlich, ne? Das muss mir doch Workload Points bringen, so ein Gebäude. Was ist das hier? Increase Operation Limits. Okay. Okay. Dann bauen wir noch so ein und dann bauen wir jetzt hier gleich noch einen Cargo Storage hin. So. Und dann würde ich ganz gerne noch 2 Rampen bauen und ein. Ah, das wird schwer. Barrel Storage können wir so schnell erstmal nicht kriegen. Und beim Research gehen wir dann erstmal rauf. Was ist das, wenn das hier eigentlich durchgelaufen ist? Kostet mich das denn weniger, wenn ich das dann erforsche oder so? Office Furniture würde ich jetzt erstmal researchen. Damit wir mehr Flow Points. Okay, dann haben wir hier den. Den Bereich und dann würde ich hier ganz gerne ja, ich würde die gerne ganz gerne verschieben können. Kann ich die irgendwie Relink? Nee. Ah, verschieben kann ich sie da nicht. Heißt das, ich müsste jetzt hier auch eine. Kann ich so eine Straße hier hochbauen und dann haben wir hier in der Mitte alles für diese ganzen Gebäude und dann kommen hier die Rampen dran. Wie sind sie aufgebaut? Warte mal. Das ist eine extra Straße, ne? Aber ich kann die Rampen ja hier parallel zu dem machen.
Müssen die denn, warte mal, doch, kann ich ja da anschließen, ne? Ah, die kann ich ja da alle anschließen. Muss ja bloß einmal die Straße hinkriegen, darum. Wie viel Geld habe ich noch? War das mit dem nur im rechten Winkel, ne? Irgendwie nicht schön. Gefällt mir nicht, aber es würde jetzt erstmal funktionieren. Würde erstmal funktionieren, so. Dann verbinde ich dich erstmal damit. Und dich verbinde ich erstmal auch damit, auch wenn das ein weiter Weg für dich ist, aber gut, dann haben wir da erstmal noch weitere Rampen. Genau, jetzt haben wir nämlich hier jede Menge neue Rampen noch. Holen wir die mal da runter. Anna. Meckert er jetzt erstmal rum, dass er den Pfad nicht findet, aber das sollte sich dann schnellstmöglich wieder ändern, wenn die Straße gebaut ist. Nicht? Die los. So, okay. Dann müsste ich hier aber noch mal gucken, dass ich hier noch ein Parking-Lot dazu kriege und noch ein Fahrzeug. So. Jetzt haben wir dadurch, haben wir wirklich ein bisschen was dazu gekriegt. Du hast noch keine Fahrzeuge. Moment. Brauchen wir nochmal zwei Fahrzeuge da rein. So, das erstmal. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Rampen. Alle Rampen sind gerade frei. Das ist ja ungünstig. Haben wir jetzt nicht aufgepasst. Wir sind zu schnell unterwegs. Da müssen wir natürlich nochmal ein bisschen was machen. Da müssen wir nochmal Kraftstoff nachkaufen. Und gerade kein Geld für. So. Jetzt haben wir noch ein drittes Fahrzeug. Das ist schon mal okay soweit. So, dann kann jetzt die Zeit wieder ein bisschen schneller gehen. Jetzt müssen wir nämlich ein paar Angebote wieder bekommen. So, eieiei, das ist aber, das ist ja, das artet ja richtig in die Straße aus jetzt. Nee, ist aber gut. Okay, also jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Geld gekriegt von den Landing Fees und so. Jetzt gehen wir mal auf Rampe 6 dann. So, wir können jetzt 20 Flieger übrigens, das bringt uns das Teil hier. Wir können jetzt 20 Flieger auf dem Flughafen haben, also da geht ein bisschen was. So, kommt doch keiner gerade, der hier landen will. Deswegen nehmen wir jeden an, der will. Und wir müssen Kraftstoff kaufen. Fuel Storage, Fuel Management, New Contract. Ja. Einmal für 800. Das sollte nämlich dann gleich wieder ganz gut da sein. So. Aber das gefällt mir noch nicht hier, wie das aussieht. Da, naja gut, das hätte man besser planen können. Die Straße ist eigentlich auch eine zu viel, aber na gut, ist halt erstmal so. Ihr seid halt erstmal so. Schön ist anders, aber naja. Jetzt sind wieder alle Rampen leer gewesen. Okay. Ich weiß noch nicht, also ich hätte gedacht, dass ich dadurch dann mehr Workflow kriege, weil das da oben dran hängt, ne? Aber naja, gut, werden wir sehen. Vielleicht helfen uns hier die Möbel dabei, dass wir dann ein bisschen mehr Workflow aus den Büros bekommen.
Oder vielleicht zählt das auch wirklich bloß, wenn man für jeden Tag neu. Es kann auch sein, dass man den ersten Tag umgehen muss, damit dann dabei eine Wirkung entzielt wird. So, momentan haben wir ein bisschen zu viele Landeflächen, glaube ich. Aber na gut. Taxi kostet mich schon 153, ne? Also da den langen Weg, den ich hier gebaut habe, also diese ganzen Strecken, die sind schon gar nicht mal so billig, ne? Naja gut, okay. Ah ja, jetzt haben wir wieder ordentlich Flieger hier in der Queue. Warte, dann müssen wir jetzt mal 600 Liter. Ich glaube, ich muss dann schon wieder 2000 Liter nachkaufen. Sonst kriegen wir die hier gar nicht alle bedient, die jetzt hier gerade angekommen sind. Storage, Open Fuel Management, das macht man aber auch häufig, ne? Muss man ehrlich sagen. Na gut, egal. Ist aber nicht weiter schlimm. Bringt einen ja Geld ein. Ja, und jede Tätigkeit, die ein Geld einbringt, die macht man natürlich gerne. So, jetzt haben wir natürlich auch 6 Flieger, die jetzt hier gelandet sind. Das ist natürlich echt cool, ne? 20 Dollar, ich glaube, die bringen jetzt schon 10 Dollar mehr. Klickt das auch ein bisschen daran, dass es hier ein bisschen besser ausgebaut ist oder so? Weiß ich nicht. So, hier haben wir zwei kleine Aufträge, die bringen jetzt zwar nicht viel Geld, aber immerhin ein bisschen was. 2000 Liter haben wir gerade geliefert. Und könnte dann durchaus auch sein, dass wir dann... Ah, wir haben noch, doch, jetzt haben wir noch einen Flieger hier. Ja, sehr schön, rauf. Die Landebahn. Cargo ist auch noch ausreichend da. Also der Umsatz am heutigen Tag ist garantiert höher, weil wir durchaus sehr, sehr, sehr viel Flieger hier bearbeitet haben. Nee, dann nehme ich mal den. Oh nee, dann nehme ich lieber den. Und dann nehmen wir den noch. Im Cargo. Na gut, wir kommen gut runter mit dem Cargo. Also das kriegen wir ganz gut verschickt hier. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Zack, nächster Flieger. Ist ja richtig geschäftig hier. Da ist richtig was los. So, jetzt kommt auch mal gut Kohle. Also wir haben auch gut in, sind auch gut ins Positive gekommen. Supply. Achso, jetzt haben wir die 80 Mahn gekriegt. Oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt irgendwie Supply gekriegt. Was das Geld gekostet hat. Ist aber auch nicht weiter schlimm. So, nehmen wir den Flieger mit. Nehmen wir den Flieger mit. Dann nehmen wir den hier mit ein bisschen Cargo noch. Dann müssen wir ein bisschen, wir müssen Kraftstoff nachkaufen. New Contract. Ich würde sagen, dann kaufen wir gleich mal 4000 Liter. So. Vielleicht geht uns der Kraftstoff aus. Das ist nicht gut. Das wird gleich eine Meldung hoffentlich auch geben oder so. Also wir können auf jeden Fall die Flieger dann jetzt noch nicht versorgen. Man muss jetzt erstmal da... Cargo rankommen hier. Dann stehen die natürlich jetzt alle. Ach shit, jetzt hätte jetzt schneller sein müssen. Hätte ich noch 3 Flieger heute kriegen können. Okay, das waren die letzten Flieger für heute. Cargo Supply kam an, hat 200 gekostet. Also wir sind auch alles, wir sind gut das Zeug losgeworden. Geforscht haben wir auch schon wieder ein bisschen. Wir haben jetzt 1918, die Nacht ist hereingebrochen, die letzten Flieger sind hier noch am abgearbeitet werden, also ein bisschen Geld kommt nochmal rein, so könnten nochmal so 1000, 1500 Umsatz machen. Und dann läuft das hier schon mal, dann können wir hier noch ein bisschen verbessern, also ich denke mal ein weiteres Tanklager wäre glaube ich gar nicht so verkehrt, wenn wir da noch eins hätten. Und... Ich weiß gar nicht, ob ich das bloß als Tanklager nehme und die Fahrzeuge auf einen anderen kaufe. Obwohl, da muss ich den Parkplatz nicht kaufen. Dann kann ich ein paar zuordnen und dann können wir hier eigentlich auch noch ausbauen, dass wir noch unsere Rampen voll bekommen. Ich würde sagen, dass wir hier dann so einmal den runterbauen. Dann müssen wir von die Straße dann quasi da unten auch nochmal anschließen. Dann haben wir hier nochmal was für Supply-Gebäude. Wird ja später interessant, wenn wir dann neue Landebahn und ähnliches haben. Ne? Hier oben. Rating Points coming soon. Ah, okay. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und auch ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Kohle kriegen wir. Da haben wir schon wieder ein bisschen mehr. 3000 haben wir jetzt rein. 2 Flieger sind noch, die quasi auf eine Landebahn oder Startbahn wollen und dann abheben.
Und ich hoffe, dass ich beim nächsten Tag dann hier durch das zweite Büro ein bisschen mehr Workflow-Points habe, damit ich schneller forsche. Falls das nämlich der Fall ist, dann brauche ich nämlich davon noch ein oder zwei mehr. Gut, bis denn. Tschüss.